Retter van de AK, wie ik die wel verstehe, is eigenlijk, man hat hier een einfach schnell angleitende Reihe, wobei die Shapes sich ändern, wie größer die Bretter werden. Und man hat die rote, das ist eigentlich die kompakt. Genau. Ein bisschen dumm gesagt. Sehr, sehr klein, sehr beweglich, sehr aktiv. Genau, und dann wie größer die Bretter werden, wie breiter sie werden. Und du hast mir auch noch gesagt, an der Unterseite würden die Rails, die würden eigentlich härter. Genau, du hast hier eine Doppelkonkave, ja? Damit du eine bessere, ausgeprägtere Kante hast. Cool, und was ich dann dir noch gesagt habe, ich habe mal ein Video von dem Compact gesehen und das war dann so, ja, ein Traum in der Luft gleitet schwer an, aber da hat man jetzt die Shapes geändert. Genau. Und der Compact gleitet jetzt schnell an. Ja. Ein komplett neues Shape. Das Unterschiff ist sehr identisch zum Phaser. Ein sehr flache Nose mit und sehr flaches Shape quasi über das Board, damit das Board sehr früh angleitet. Zum Beispiel hast du 85 Liter bei einem 410, also das ist genau. Super kompakt eigentlich. Ja? Eben, 105 auf 5,2. Dann gab es noch etwas mit der Schlaufe. Genau, also die Schlaufe haben wir hier. Die V-Strap wird bei den neuen Boards mitgeliefert, also Phaser V3 und Compact V2 werden immer mit einem V-Strap und einem Single-Strap ausgeliefert. Aha, okay, so der Backstrap ist ein Single-Strap hier. Und du hast auch gesagt, optional gibt es einen zusätzlich einfach so einen guten alten V-Surf-Strap, genau, den man also in die Größe verstellen kann, gell? Ja. Kannst du zuhören, ob ich richtig zugehört habe? Hier sind wir bei der Hydrofoils von AK. Track, Tracer und Plasma. Der Track ist eigentlich der, was soll ich sagen, gemütliche Shape von der Frontwing. Wie heißt es auch wieder, wenn der nicht so... Sehr fehlerverzeihend. Ja, ist fehlerverzeihend und wenn er nicht so flach ist, sondern er hat ein bisschen... Low Aspect. Low Aspect, genau. Das ist, wenn er so ein bisschen Krümmung hat, oder? Dann ist er weniger schnell, Low aber Aspect schnell ist auf. Seitenverhältnis. Du hast hier ein sehr tiefes Shape und nicht zu viel Spannweite. Okay. Mit Aspect haben wir quasi beim Tracer, da siehst du, die Spannweite ist viel höher sofort. Genau, und High Aspect ist dann, das ist dann so der Strahljager sozusagen. Genau, super und weit. Genau. Und alles ist miteinander kompatibel. Genau, also egal ob du Track oder Plasma fährst, kannst du alles auch mit dem Carbon. Genau, wenn ich einsteige bei Track, dann kann ich auch zwei Jahre später ein Plasma fahren. Der darauf fahren, oder? Und die gibt es dann von 61 cm Fuselage. 66 und 71. Das 71 haben wir gerade an Bord dran. Okay. Zum Pumpen. Genau, und die kommen alle als Set und auch noch individuell sind die. Alle verfügbar. Okay, das sind so die Foils. Genau, der Fuselage geht auf beide Masten. Alumast und Carbon. Ich habe noch eine Frage. Hier ist etwas Gummiertes drauf. Genau. Das ist einfach, dass damit er besser... Damit du dein Board nicht zerkratzt. Okay. Also ganz, das ist das Wichtigste. Ja. Aluminium ist sehr scharf. Und was ich auch noch spannend fand, ist hier, das haben wir noch nie gesehen, ein Shim, wodurch du die Angle zwischen Brett und Frontwing eigentlich oder beeinflussen Foil. Kannst. Ja, der ganze Foil eigentlich beeinflusst, genau. Gell? Okay.